war kein epileptischer Anfall, auch wenn es so aussah. Es war ein kleines Freudentänzchen. Denn es gab schon mal eins zu meinen 100 Abonnenten. Werde ich mal unten drunter verlinken, wenn ihr Bock habt. Schaut mal vorbei. Da habe ich noch in der alten Wohnung ein bisschen abgedanced. Und das ist die Freude über diesen Austausch hier auf diesem Kanal. Ich habe es schon tausendmal gesagt. Ich freue mich über jeden, der dazugekommen ist. Für alle, die neu dabei sind, ich freue mich über einen Austausch. Lasst mir gerne Kommentare da, auch gerne konstruktive Kritik. Und was bedeutet mir BookTube? Vielleicht mal ganz kurz. Es ist auf jeden Fall eine Ehre für mich, für jeden, der sich das hier anhört und sich mit mir austauscht, der mir Buchempfehlungen gibt, der mit mir zusammen lesen möchte. Dieses Jahr habe ich schon mit zwei von euch gelesen und es werden, glaube ich, noch ein paar dazukommen. Es macht mir solchen Spaß. Aber es sind halt auch all die anderen Leute, die hinter BookTube stecken. Ich liebe diese Community. Ich habe so tolle Leute, so viele herzliche Leute kennengelernt. Und es ist natürlich immer was Besonderes, wenn man seine Leidenschaft mit anderen teilen kann. Das muss jetzt nicht nur Lesen sein, sondern einfach, ich glaube, jeder da draußen, der ein Hobby hat oder eine Leidenschaft hat und die teilen kann, die verbindet, das ist was ganz Besonderes. Und Bücher sind was ganz Besonderes. Und deshalb werde ich eins meiner Jahreshighlights an euch verlosen. Und zwar ist das Geisterfjord. Es ist die kleine Ausgabe. Vielleicht freut sich trotzdem der ein oder andere drüber. Es ist einfach eine Geschichte, die mich begeistert. Ich habe sie schon an den einen oder anderen weitergeschenkt, weiterempfohlen und alle haben es gefeiert. Deshalb glaube ich einfach, dass das viele anspricht. Es ist eine Geister- und eine Gruselgeschichte. Es ist aber auch ein Kriminalfall, den ich sehr gut damit verknüpft finde. Wenn ihr Lust habt, dieses Buch hier zu gewinnen, das kommt noch mit einem kleinen Paket, denn ich werde auch einen Coffee-to-go-Becher an euch verschenken, weil das mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, Leute, wenn ihr viel Kaffee unterwegs trinkt und einfach vielleicht mal drüber nachdenkt, ob ihr, es ist kein Muss, einen Mehrwegbecher benutzt, der die Umwelt schont, der toll aussieht, der praktisch ist. Und da werde ich von Chibo nämlich einen euch in die Kiste stecken. Der ist toll, den kann man zumachen, da verläuft nichts in der Tasche und man hat für 10 Minuten Kaffeegenuss nicht einen Becher produziert, der da mehrere Jahre leider sonst auf der Erde ist und teilweise gar nicht recycelt werden kann. Genug hippige Lava, jeder soll eh das so haben, wie er möchte. Aber wenn ich da so einen kleinen Denkanstoß setzen kann, und ich wusste es ja auch vor einiger Zeit noch nicht, dass es so ist, dann freue ich mich und vielleicht freut ihr euch trotzdem drüber, auch wenn ihr dann weiterhin andere Becher noch benutzt. Das ist euch überlassen. Und natürlich noch ein kleines Lesezeichen, weil ich die einfach sehr gerne selber jetzt benutze, dank euch. Und ich da einfach so tolle immer wieder entdecke und finde. Und ich habe ein Format hier auf YouTube entdeckt, was ich ganz spannend fand. Und zwar, wenn ihr Bock habt, schreibt mir entweder mal ein Büchervideo, was ihr euch von mir wünscht, ob ihr mehr Lesevlogs möchtet oder sowas, was ihr gut findet, was euch interessiert. Oder schreibt mal Behauptungen. Sind das Behauptungen? So Theorien über mich. Das geht ja gerade auf YouTube rund. Assumptions. Das habe ich bei einigen englischen und amerikanischen YouTubern gesehen. Einfach Behauptungen, die ihr so habt von mir. Zum Beispiel, ich glaube, du bist sehr fleißig. Ich glaube, du bist sehr faul. Ich glaube, du kannst nicht gut kochen. Ich glaube, du hast einen kleinen Freundeskreis. Fände ich mal total spannend, wie ist eigentlich die Außenwirkung. Denn natürlich quatschen wir und übereinander und ich präsentiere mich hier, so wie wir alle, mehr oder weniger, die das hier machen auf BookTube. Und ich fände es einfach mal spannend, so wie kommt was an. Einfach, weil ich neugierig bin und wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht es mal und dann mache ich vielleicht mal so ein Video dazu. Vielleicht, wenn es euch gar nicht interessiert, was auch vollkommen okay ist, schreibt mir einfach mal einen Bücherwunsch drunter. Ja. Und damit habe ich jetzt genug gequatscht. Der Gewinner wird in einer Woche oben in der Infobox verlinkt. Und in diesem Sinne, meine Lieben, ich danke euch für alles einfach. Bleibt bunt und habt tolle Lesestunden. Und nicht vergessen, bunt bleiben. Bis bald.